Moin moin liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wasteland 3. Bevor wir uns jetzt auf den Weg nach Colorado Springs machen, möchte ich noch eine Sache überprüfen. Denn hier waren noch Tore. Können wir kurz auf der Minimap gucken. Hier in diesem Raum waren wir noch gar nicht. Da werden wir jetzt kurz reingehen. A garage. We get this cleaned out, you can put your truck in here. Ah, okay, der Garage. Was haben wir denn? Verrosteter Schlitzschneider. Klingt nicht freundlich. Das heißt, wir nehmen schon mal Deadshot und ballern schon mal das erstmal drauf, würde ich sagen. Ja, komm. Jo. Ein Schuss. Spiel gespeichert, okay. Haben wir hier was zu looten? Nee, da nicht. Schloss knacken. Den Truck. Machen wir mal. Ui. Lunchbox. Zerstörter Sensor. Rotpunkt. Zielfernrohr. Ein Waffenmod. Schrott. Und ein optischer Sensor. Nehmen wir natürlich alles mit. Wir haben hier noch einen Spind. Ich wusste, Schloss knacken hilft uns weiter. Der automatische Chauffeur. Ein Sensor. Hydra-Hauttafeln, Rüstungsmod, Schrott und so einen komischen Schlamm. Tired of gridlock? Sick of dodging reckless drivers? Fed up with paying a fortune to shady mechanics that never actually fix your car? Consolidated Atomics has the answer. Introducing Hermes, the revolutionary vehicle AI that's an expert driver, navigator, and auto mechanic all in one. Hermes remembers your daily commute, gathering up-to-the-minute traffic reports to plot the quickest route to your destination. The AI also takes care of basic maintenance, keeping your vehicle in peak condition. Visit your local dealers. Oops. Wollte ich nicht überspringen. Die Leiche einer Jungfrau liegt ihr zu Füßen, ihr Körper ist unnatürlich verdreht. Dem Geruch nach zu urteilen, ist sie schon eine Weile hier. So, ich kann jetzt mal kurz hier so. Erste Hilfe, versuchen herauszufinden, wie sie gestorben ist. Die unnatürliche Position des Körpers deutet auf eine Art Anfall hin und es gibt Anzeichen von Verfärbung in ihrem Gesicht, die auf Herzversagen hindeuten. In ihrer rechten Hand hält sie einen schweren Metallschlüssel fest. Das Metall ist verfärbt und Brandflecken schwärzen ihre Fingerspitzen. Es sieht für euch wie ein klassischer Fall von Stromschlag aus. Ja. Lassen Sie mal in Ruhe. Dann können wir jetzt mal diesen Computer hier angucken. Das Terminal zeigt Informationen über Systeme der Basis an. Momentan scheint alles normal zu sein. Achso, es ist ja wieder sowas. Ne? Dienstaufzugplattform zurückrufen. Anfrage gestellt, bitte warten. Ein lautes Knirschen ist aus der riesigen Falltür neben dem Eingang der Werkstatt zu hören. Der Geruch nach rostigem Metall füllt den Raum. Mechanisches Versagen berichtet. Oh, 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 oh. Einer Diener-Drohne wurde ein Reparaturauftrag ausgestellt. Eine Diener-Drohne? Wo ist denn der Fahrstuhl? Außerhalb der Werkstatt, haben wir gesagt, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo das sein soll. Hier hatten wir schon alles. Okay, dann können wir ja theoretisch wieder rausgehen, wenn ich hier alles hab. Systems active. Systems active. Greetings, Rangers. Ja, ist ja gut. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir los, ne? Ranger Hauptquartier verlassen. Jo. In das Auto laden und euch zur Weltkarte begeben. Den Fußweg in das Zentrum von Colorado Springs nehmen. Wir wollen natürlich nach Colorado Springs. So, da sind wir schon wieder. Hier geht's zurück zur Weltkarte. Colorado Springs Innenstadt. Was ist hier denn passiert? Ach, guck mal an, hier hängen sie.
Die Dorsey Gefangenen. Lasst sie bluten, würde ich sagen. Aha, ihr Sohn ist also kein Dorsey. Quatsch doch mit dir, ne? Don't look like Marshalls. Do you work for the Patriarch? Vorerst ja. Wir sind die Ranger. Wir arbeiten für alle, die unsere Hilfe brauchen. Warum fragst du? Vorerst ja. Then maybe the magistrate will listen to you. Judge Watkins has sentenced my son to die. Austin is all I have left. Everyone else died on the plains. He's a good boy. He never hurt anyone. I'm sure of it. Please, maybe Watkins will listen to you. Aha. Was ist passiert? Warum wurde dein Sohn zum Tode verurteilt? Wer ist dein Sohn? Erzähl uns deine Geschichte. I don't even know why he was rounded up. He won't tell me. Says he's embarrassed. I know they caught him doing something wrong, but he says he never hurt anyone. If you talk to him, maybe he'll tell you what happened. Sometimes it's easier to talk to a stranger than your mother. I know that much. Wer ist dein Sohn? Austin Pease, the skinny boy up on the platform. I can't imagine he killed anyone. We've seen enough death on our way out here. He never wanted to hurt anyone, ever. Mhm. Mhm. Please, ja. Help my son. Death to the hundred stinking families. Gut, dann schauen wir mal, wer ist denn das hier? Austin Pease. Ich quatsch schon mit dem, ne? Der jugendliche Gefangene ist hager und blass. Sein Haar ist zerzaust und fettig. Sein Gesicht kantig vor Hunger. Er starrt die Prange mit Angst an und schluckt gelegentlich. Er bemerkt, wie er ihn anstarrt und wird zurück in die Realität gerissen. Sorry, I didn't mean to ignore you. Just got a lot on my mind. Wieso hast du Ärger mit den Marshalls? Made a real big mistake. See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place of God-fearing people and thought they'd do right by us. People here kept us out in the cold, letting us starve to death while they sat inside, warm and fed. Then the Dorseys came and gave me some food, some kindness, and asked me to do some vandalism. I figured what was the harm? I never killed no one, but I did bust some windows. Marshals caught me doing it, and they said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed, so here I am. Mom would have talked me out of it. I should have talked to her first. Das ist richtig. Warum hast du es getan? Hast du einen Fluchtplan? Was ist dein Urteil? Sagen wir könnten dich befreien. Was wäre dir das wert? Magistrate's a hard man. I wish I could believe it'd work. I'd do anything for someone who could get me free without hurting anybody in the process. Guess I don't have any money to give you, but I'd pay you back in hard work, if you'll have me. Harte Arbeit, aber ich habe genug zu tun. Hast du irgendwelche nützlichen Fähigkeiten? I'm used to hard work around the homestead. And I ain't too bad with a gun either. My folks made sure I could hunt and fight. I always dreamed of coming to the big city and being a newspaper man. You know, interviewing people, telling the truth about how things really are. Er schüttelt den Kopf. Like okay. Nice talking to you. Dann quatschen wir mal mit dem Rangers. Magistrat. Ist er das hier? Magistrat, Silas Watkins. Vielleicht können wir ihn mal ein bisschen umstimmen. Dieser unnachgiebige Mann blickt mit grimmiger Zufriedenheit auf die Pranger. Sein Gesicht wird von bleicher Haut überzogen und seine dünnen Lippen presst er so fest zusammen, dass sie nur noch wie eine gerade Linie aussehen. Howdy, Judge. How's your heart? Still colder than a well digger's ass? Marshal Kwan, impertinent as ever, I see. Rangers, I am Magistrate Silas Watkins. I have heard of your arrival, partly from the confessions of the Dorsey Raiders. You'll be pleased to know that I sentenced them to death for their part in the attack on the city
and your convoy. Austin Peace sagt, dass er niemanden getötet hat. Was ist nötig, um ihn zu befreien? His crimes are still severe. He was part of the Dorsey uprising. He caused significant property damage. His actions diverted marshals from responding to reports of attacks, magnifying the harm the Dorseys were able to inflict. Argue a case, and I might show lenience. Ja, wie soll ich ihn überzeugen? Arschkriecher. Habe ich nicht. Anforderung 4. Was, wenn die Ranger für die Schäden, die sie angerichtet haben, bezahlen? Was? Und von nun an auf den Jungen aufpassen würden? Ich bezahle auch kein Geld für den... Nee, er ist kein böser Mensch und der Einzige, den seine Mutter noch hat. Tötet ihr ihn, tötet ihr auch sie. Er ist noch zu jung für die Todesstrafe. Sicher könnt ihr Gnade bei ihm walten lassen. Ja, er ist kein böser Mensch, ne? My concern cannot be for his mother. It can only be for the law. Regrettable, but he chose this path, not I. Wie teuer wäre das denn? You wish to compensate the city and the owners of the damaged properties for their losses. Das weiß ich noch nicht. Ich will jetzt mal wissen, wie viel. I can facilitate that. That's the price in Colorado. $200. Tauschhandel. Habe ich auch nicht. Wie viel Geld haben wir denn? Können wir es gerade sehen? Understand that the law cannot wait until you have the means to pay. The boy will go to the pillory soon. His time is short. Wir können jetzt Austin freilassen und bezahlen. Indeed. Wie viel Geld habe ich denn? Wo steht das? Wo kann ich da? 222. Das ist nicht viel. Wenn ich da jetzt 200 bezahle, habe ich nur noch 22. No break bread! No break patience! Ich lasse ihn erstmal ein bisschen bluten. So, was haben wir hier noch? Flüchtling, Flüchtling, Haley. Will die mit mir reden? Mom? Oh. Nee. Sehe ich so aus wie deine Mutter? Sorry. Never mind. Moment, können wir mit der reden? Why? What do you want? Was weiß ich noch nicht. Brauchst du Hilfe? No, please, I just need you to go away. Please. Hast du deine Mutter erwartet? Wo ist sie denn? I don't know. We were heading to Colorado Springs with a lot of other folks when we got separated. I hurried here as quick as I could after, but I ain't found her anywhere. I keep hoping. Das ist natürlich traurig. Ihr wurde getrennt. There was this smiling lady. She said she had some food and I could take some back to my mom if I came with her. And next thing I know, she was gonna sell me. She put me in a cage. Oh, nö. Wie bist du entkommen? One of her men took me out of the cage to I kicked him as hard as I could and ran. They didn't find me in the dark. And then I saw some refugees and tagged along. Stayed with them till I got here. Ja. Auf Wiedersehen, ne? Auf Wiedersehen. So, was haben wir noch hier? Marshall-Vertreter, mit dem können wir ja wahrscheinlich nicht reden. Irgendwas zu looten hier. Hier geht's wahrscheinlich wieder raus. Genau. Leichenstapel. Die Leichen der Dorseys, die bei dem jüngsten Überfall getötet wurden, wurden willkürlich in diesen gefrorenen Brunnen geworfen. Zeitungsjunge! New in town? Did you hear about what happened? Dieser junge Mann ist noch Teenager. Er trägt mehrere Ausgaben einer Zeitung namens Colorado Patriot auf dem Arm. Wir haben gehört, dass es Ärger gab. Jo. Sure has. Dorsey's got into the city, but nobody knows how. They started shooting up the place and killed a lot of people. Then they made a run at the Patriarch's Palace. Oh, but they couldn't get inside. It took a while, but Sheriff Daisy and the Marshals beat him back.
Now they're holed up in the Garden of the Gods. Well, some of them, anyway. Others jumped in their trucks and ran for it. Was weißt du über die Dorseys? Wo können wir Sheriff Daisy finden? Du bist hier sowas wie der Nachrichtensprecher? Oh, man sieht's. Ne? Might still be Dorseys hiding out in the city. Haben wir hier noch was? We'll have our revenge. You haven't seen the last of us. Ja, hier geht's wieder raus. Und hier nach oben. Schneehaufen. Diese Schneeverwehung hat genau die richtige Balance zwischen Dichte und Feuchtigkeit, um Schneebälle damit zu machen. Ja, aus diesem gelb gefleckten Schnee könnte man einige wirklich widerliche Schneebälle formen. Ja, mach ich doch mal, ne? 5 gelbe Schneebälle haben wir. Sehr schön. Come out of there, you sons of bitches! Josiah, come on! Don't provoke them! So, was habt ihr hier denn für Probleme? They might ruin my stock! Better they ruin your stock than your head, Josiah Cassidy! Don't you dare go inside! Ich kann reingehen. You Dorsey peckerheads, get on out of there! Der alte Mann brüllt in einem nahegelegenen Laden und fuchtelt mit seiner Schrotflinte herum. Hush up now, Josiah! You can't go in there alone! They'll kill you! You think I can't handle myself? I've put down worse than these in my time. Since when? You've been a shopkeeper all your life. Als er euch bemerkt, huscht ein Ausdruck der Erleichterung über ihr Gesicht. Will you help me talk some sense into this old fool? If he goes after those Dorseys, he'll get himself killed. Was geht hier vor sich? Wieso bittet ihr nicht die Marshals um Hilfe? Hör mal, warum lässt du uns Profis das nicht erledigen? Wollt ihr etwas Hilfe, um Dorseys zu töten? Wir sind dabei. Finally, someone with some spine. I do it all myself, but since you're new in town, I figured you'd need to show your mettle. Das ist korrekt. Josiah, don't you do this. Let these people handle it. They've had plenty of experience by the look of them. Well, I'm ready when you are. Er ignoriert seine Frau und hebt seine Schrotflinte. Legen wir los. Er kann ruhig mal helfen, ne? Er kann ruhig mal helfen. So. Du. Deadshot, geh mal dahin. Und Headshot, geh mal dahin. Hollywood. Nicht Headshot. Wie komme ich da auf Headshot? Hollywood. Na, jetzt kann man dahin gehen und die dahin und Marshall vor dahin. So. Ach so, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da ist einer. Ich würde gerne den Kampf anfangen. Was haben wir hier? Ach so. Gut, ich fange einfach mal an hier. Komm. Den hier hinten. Kann ich den nicht abknallen? Doch, na, jetzt geht's. Siehst du? Der Kampf beginnt. Und wir sind dran. Deadshot, der ist natürlich jetzt sehr offen. Das heißt, ich möchte gerne alle im ersten Schwung killen. Wie mache ich das am besten? 5% nur. 28, 50. Boah, ist hier viel los gerade. Hier ist viel los. Komm, 52, wir riskieren es. Was haben wir hier für eine Fähigkeit?
Lade diese Fähigkeit mit einem erfolgreichen Angriff auf, visiere einen bestimmten Bereich des Gegners an. Wir machen es mal. Ah, okay. Körper 9 bis 10 Schaden, verursacht 35% Bonusschaden und reduziert die Panzerung des Ziels um 75%. Beine 9 bis 10 Schaden. Kopf 11 bis 12 Schaden, verursacht 25 Bonusschaden. Ja, Kopf. Sehr schön. Bleibt nur noch einer. Wir können zweimal laufen. Für 2 AP. Gehen wir mal dahin. Und jetzt können wir noch einmal schießen. So. Spencer. Der war noch gar nicht an der Reihe, ne? Ich will mal schießen sehen. Sein Schuss braucht 2 Aktionspunkte. Wenn er dahin geht, treffe ich mich dann selbst? Eigentlich nicht, ne? Ne. Siehst du? Hätte man vielleicht eleganter lösen können, anstatt einfach reinzulaufen, aber hey. Es ist, wie es ist. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen looten, ne? Das ist ja sein Laden. Munition und ein Zigarettenstummel. Muskelgewebe, Spielzeugauto und komische Nägel und Geld. Geld ist sehr gut. Munitionskiste. Auch sehr schön. Arzneikiste. Ich vergesse mal die Kamera umzustellen. So. Verletzungskasten, Verbandskasten. Oh. Schlösserknacken 5. Schlösserknacken 5 habe ich natürlich noch nicht. Nur ein bisschen Geld und ein Feuerzeug. Ich kann auch noch keinen Level up. Nee, ich habe keine Punkte übrig. Leider, leider. Ja, sollen wir mit dem Quatsch nochmal? Phew, boy. Thanks again for taking care of those Dorseys. Bitte, bitte. Say, if you got hurt in that scrap, you should see a friend of mine, Doc Parker. He set up a clinic in the Arapaho Garage, just outside the city gate. Er gestikuliert und zeigt den Weg entlang Richtung Norden. Here, a little token of our appreciation. Come on back after we reopen the shop. Da haben wir wieder ein bisschen Geld gesammelt. Alles gut. Can't tell you how relieved I am that the Dorseys are gone. And my Was haben wir hier oben? Beschädigter Marktstand. Und die Stadt ist ganz schön groß. Das haben wir eigentlich abgeschlossen hier. Cassidys schöne Kleidung. Hier müssen wir hin, weil hier Daisy ist. Sheriff Daisy. Aber wir gucken erst nochmal, was es hier so gibt. This here's was Market Square. The Arapaho Garage is just outside the city gates. My old friend Doc Parker set up a clinic there. Snap it, Jimmy Bob, still standing. Dorseys or no Dorseys? You think a little raid would stop snapping Jimmy Bob? No siree. Oh hey! New faces? Let me know if you need to restock. I hear there's still some Dorseys in the city. Na, 3 haben wir gerade schon ausgeschaltet. Was ist das da für ein Apparat an deinem Stand? Oh, that's my prized possession. A genuine pre-apocalypse, fully functional microwave. I can cook up some truly gourmet delicacies with it. But the damn power got cut in the fighting. It'll take the city weeks to fix it. Eine schöne Mikrowelle. Aha. Lass uns mal handeln. Ich habe nämlich ganz viel Schrott, den ich verkaufen würde. Müll verkaufen. Das haben wir schon. $386. Sonst, meine ich nicht, den Rest würde ich gern behalten. Was hat er denn so? Hat irgendwelche geilen Waffen? Nee, Rüstung hat er auch nicht. Er hat ein bisschen Munition. Was ist das denn hier?
Frohens Frettchen. Ist es Tierquälerei, wenn sie schon tot sind? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich glaube, mehr hat er uns nicht zu bieten. Was haben wir hier? Marktplatz. Hier haben wir noch mehr Händler. Hier kommen wir wohl noch nicht rein, glaube ich. Probieren wir gleich mal aus. Jesus, loaves and fishes, Christ! That's a bomb under my stall, ain't it? Oh, shit, Taiwan. It is. We best stay back. So, kein Thema. Junge. Bin doch hier Bombenentschärfungsexperte. Where are the marshals? They've got their hands full. Holy mackerel. Better stay back from my stall. Those goddamn Dorseys dropped a landmine under it. Mädel, hast du denn nicht aufgepasst? Sie ist weg. Wir haben die Mine entschärft. Really? That's great news. Here's a little something for you. Schnell verdientes Geld. I'm back in business. Back in business. Lass uns aber trotzdem mal handeln. Freshly reopened Taiwan Jones's Emporium. We have every fin you need. Just for the asking and, well, the paying. You didn't hear this from me, Franz. But word is, there's still Dorseys all around the city waiting to Wir haben schon drei erledigt. Jetzt lass uns handeln. Sure to stock up with me, yeah? Sardine Lee. Waffen. Aber ich glaube, die sind immer noch nicht ganz so gut. Wir haben ja noch keine Probleme. Vielleicht können wir uns hier noch ein bisschen Rüstung zulegen, aber die kosten natürlich auch 160, ne? Nee, komm. Wir handeln noch nicht hier. Hier geht eine Party ab. Da. Wow, was ist das denn hier? Nachtclub. Geht's hier weiter? Wuff, wuff. Nee. Wo kommen wir hier hin? Hier ist noch ein Müllhaufen. War gar nicht so viel Müll drin. Schild. Sans Lux. Klingt elegant. Was ist das für ein Geräusch? Spiel gespeichert. Gegensprechanlage. Apartments sind das. Da. Leute, es geht wieder los. Hey, take a look at what these marshals and Dorseys got on them. Er blickt hinauf, während er gerade dabei war, die Toten auszurauben. Those marshals were colleagues of mine. I'm gonna guess you didn't kill them. But you need to put all those valuables back. And walk away. Fat chance. We got guns and ammo now. We don't take orders from marshals no more. Ah, okay. Schade, dass sie mich gesehen haben. Jo. Das ist natürlich doof, dass sie den Kampf jetzt begonnen haben und nicht ich. Ja, die Katze regelt. Die Katze regelt. Okay. Wir haben schon ein bisschen Lebenspunkte kassieren müssen. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst treffen kann. Aber wenn ich hier hinschieße, treffe ich gleich drei auf einmal. Okay, er muss nachladen. Kostet zwei Aktionspunkte. Aber dann können wir auch mal schießen hier. So. Den nächsten Aktionspunkt nimmt er mit in die nächste Runde. Außer Reichweite 10%. 31%. 42. Hier haben wir auch noch einen. Wollen wir erstmal Deadshot hier einen ausschalten lassen? 33, 53. 93.
Noch einer weniger. Quon. 50%. 50%? Wir versuchen es. Nochmal. Noch einer weniger. Sehr schön. Hollywood kann auch noch ein bisschen angreifen. Geht aber erstmal Deckung. 25, 32. Ja komm, 32. Passt schon. Und 25. Fehlschlag, okay. Aktionspunkt mitnehmen. Ich bin hier immer direkt. Ich verpeile das immer, ne? So, schaffen wir ihn. Was ist denn seine perfekte Reichweite? 33. Besser als 33 wird's nicht. Dann feuer mal. Ja, okay. Wir haben es ja nicht geschafft, ihn zu töten. Dann verteidige dich mal. Okay, das tat weh. Das tat echt weh. Hätte ich nicht gedacht. Er blutet auch noch ein bisschen. Oder sie. Wir nehmen alles mit. Junge, Junge, Junge. K.O. Einer deiner Ranger ist K.O. gegangen. Ranger gegen K.O. mit ihrer... Wenn ihre Konstitution 0 erreicht, sie bleiben einige Runden K.O., bevor sie außer Gefecht gesetzt werden, weil ein anderer... Sie geht auch gleich drauf. Wenn ein anderer Charakter sie vorher erreicht... Okay. Verletzung. Wenn ein Ranger wiederbelebt wird, erleidet er eine bleibende Verletzung. Diese kann nur mit einem Verletzungskasten oder durch einen NPC-Arzt behoben werden. Jede Verletzung, die deine K.O. gegangene Ranger erleiden, verringert ihre Werte und die Zeit, die du hast, um sie wiederzubeleben, wenn sie erneut K.O. gehen. So, alles gut. Er ist nur einmal hier umgefallen oder was? Das ist kein. Muss man kein Drama draus machen. Katzenstreu, Sack. Katzenknochen. Okay. Wir looten hier nochmal ein bisschen. Straßenkrieger, eine stumpfe Waffe. Hier haben wir noch einen Müllhaufen. Und hier ist noch Müll. Achso, jetzt sind wir hier bei der Leiche. Okay. Traurige Bananen. Och nö. Es ist nicht leicht, weich zu sein. Aber gut, Freunde. Ihr denkt mal, das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, ob wir mit Sheriff Daisy sprechen. Na, wir können schon mal in die Richtung gehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne wieder ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund und Wiedersehen. Ciao.